vielleicht darf ich Ihnen noch schnell zwei Schlussergebnisse hier präsentieren. Und zwar VfL Rheinbach gegen den FC Honnef 0-4. Oh, ja, und der Kaller SC gegen Wesseling 1-0. Die anderen haben sich nicht gemeldet. 3-2. Herzlichen Dank. Leverkusen gewinnt also 3-2 noch gegen Troisdorf, nachdem sie in der Halbzeit 2-0 zurücklagen. Ja, meine Damen und Herren, dann möchte ich jetzt Konrad Czernetzki recht herzlich gratulieren zu diesem Sieg und ihn gleichzeitig bitten, sein Statement abzugeben zu diesem Spiel. So, könnten wir dann noch zwei Minuten. Ja, vielen Dank. Ja, das Spiel war klar von der Voraussetzung her, dass wir, sage ich jetzt mal, in den letzten drei Spielen dreimal gewonnen haben, auch eine beeindruckende Serie dahingelegt haben. Dann halt Eschweiler kommt, die im letzten Spiel halt 6-0 verloren haben gegen Wigbeck Beek. Das Spiel habe ich auch gesehen. Das war irgendwo von der Ausgangssituation klar. David gegen Goliath. Ich denke mal, das ganze Spiel, wie der Kollege schon gesagt hat, war eindeutig in eine Richtung. Eine Torschance in Anführungsstrichen durch einen Freistoß, wo wir, sage ich jetzt mal, wo ja, der Franco im Grunde den Ball gefallen lässt und denkt, dass es halt da irgendwo weitergeht. Aber entscheidend war, denke ich mal, dass die Mannschaft von Anfang an gezeigt hat, wer Herr im Hause war. Und ja, die Defensive stand heute, das Ergebnis zeigt, 2-0 wieder, ganz souverän. Und das sind immer die typischsten Spiele. Die Mannschaft ist ja auch noch relativ jung und auch gerade im hinteren Bereich. Und das haben wir, denke ich mal, ganz solide, souverän durchgezogen in 90 Minuten. Das Spiel, denke ich mal, war für die Zuschauer auch sehr ansehnlich. Wir hatten also im Grunde genommen im 2- oder 3-Minuten-Takt immer wieder eine sehr gute Aktion da drin gehabt. Da kam Druck. Da kam Druck aus dem defensiven Mittelfeld. Ja, und zum Spiel ist klar zu sagen, wir haben nach 20 Minuten 1-0 in Führung sind wir gegangen circa und dann 2-0. Ich persönlich, sage ich mal, sehe das nicht so als Geschenke an. Also als erstes Tor war ein 60-Meter-Lauf bei diesen Temperaturen von dem Mo. Das war schon eine klasse Aktion. Eine Wahnsinns-Energieleistung, zwei Leute überlaufen, dann noch souverän abgeschlossen. Das zweite Tor von dem Slavomir, ja, auch erste Klasse, auch den Ball 30 Meter vom Tor angenommen. Und dann auch souverän vollendet, die Torwart auch noch ausgespielt und dann aus spitzen Winkel reingeschossen. Also ich denke mal, da haben sich schon die Eschweiler gegengestemmt. Ja gut, der dritte und vierte Tor waren irgendwo Standardsituation, das trainieren wir. Ja, das ist wirklich ein großer Bestandteil unserer Trainingsmethodik, Philosophie, dass wir das üben. Und führte halt zweimal durch den Hüppi dann zu zwei Toren. Als Innenverteidiger hat er jetzt schon drei gemacht, in der letzten Woche hat er eins gemacht. Also ich denke mal, das sind keine Zufallsprodukte, das was da heute sich gezeigt hat. Und von daher, wie gesagt, ich bin absolut zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Disziplin gezeigt, Ordnung gezeigt, die Schiedsrichter absolut pfeifen lassen. Das war auch eine gute Leistung vom Schiedsrichter. Also die Mannschaft hat heute eine sehr kompakte, komplexe Leistung gezeigt. Und sagen wir so, wir haben schon untereinander gesprochen, wir haben vier angeschlagene Spieler. Das wird natürlich eine schwere Sache. Oder sagen wir mal so, da müssen wir erstmal gucken, die Wunden lecken und dann mal schauen, dass wir, wie gesagt, jetzt nach Westwacht Aachen fahren mit unseren Fans, die schon da am Zaun gesagt haben, dass sie wieder dabei sein wollen. Also ich sag mal so, das war heute eine souveräne Leistung und da werden wir natürlich weiter versuchen aufzubauen, um halt unsere Torschancen zu nutzen. Aber ich will jetzt auf keinen Fall überheblich sein und irgendwo sagen, wir müssen hier zweistellig, auf gar keinen Fall. Ich bin zufrieden mit dem 4-0. 3-0 wäre auch okay gewesen, aber wie gesagt, wir haben die drei Punkte, das war entscheidend und jetzt gucken wir weiter. Ja, herzlichen Dank. Fragen? Was war mit Jonas Wendt heute los? Ja, ich sage immer so, der Jonas macht sich die wichtigen Tore, Anführungsstrichen. Ich war mit Jonas seinem Engagement absolut zufrieden. Ich sage mal, man muss erstmal die Chancen haben als Stürmer und die hat er gehabt. Man hat ihn natürlich auch in gute Position gebracht. Ich sage jetzt mal, heute ist es halt so gewesen, wir kennen das ja alle, ein Stürmer, sage ich jetzt mal, denkt irgendwo, denkt zu viel in manchen Situationen und ich sage jetzt mal so, der Jonas, das war schon, er hätte heute zwei, drei Tore machen können, muss man ganz klar sagen, das weiß er auch selber, den Schuh zieht er sich an, aber auf der anderen Seite, er war heute Kapitän, er ist wirklich vorangegangen, hat Engagement gezeigt, hat die Faust geballt, hat immer wieder versucht, sage ich jetzt mal, die Mannschaft an den Gegner ranzubringen, wie gesagt, die ersten 20 Minuten hatten wir, wir hatten in den ersten 10 Minuten 400-prozentige Chancen, war ja nicht so, dass wir da irgendwo gesagt haben, wir warten ab, sondern wir sind voll draufgegangen.
Und das führt dann, wenn man so engagiert arbeitet, dann natürlich beim Abschluss, also sprich der Konzentration, da treten dann Defizite auf. Das muss man sagen. Entweder will man das eine oder das andere. Ich sage jetzt mal so, wir bringen uns erstmal in die Verfassung und ich sage mal, heute haben halt Leute aus dem Mittelfeldbereich, defensiven Bereich die Tore gemacht und in Westwacht-Aachen wird es halt so sein, dass eventuell die Stürmer dann, die kommen aus einer kompakten Defensive raus und können kontern. Wie gesagt, das wird dann vielleicht so sein, dass dann zwei oder drei Stürmertore passieren. Aber nicht jetzt überheblich gesagt, aber so sehe ich das. Und wie gesagt, heute haben die Jungs wirklich sehr hart gearbeitet, die Stürmer. Und von daher bin ich absolut zufrieden mit der Leistung von Jonas Wendt. Ja, heute hat Christian Becker sein erstes Spiel für die Viktoria gemacht. Ja, also mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, muss man ganz klar sagen. Aber das war auch zu erwarten. Ich kenne den Jungen schon jetzt ein halbes Jahr und muss sagen, traue ihm auf jeden Fall noch viel mehr zu. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war es erstmal wichtig. Wir haben zum letzten Spiel, wo wir beim Tabellenführer gewonnen haben, die Mannschaft auf zwei Positionen geändert. Ist ja auch nicht so, normal, will ich mal sagen, never change the winning team, sage ich da nur. Aber für mich war einfach wichtig, dass wir dort die erste Halbzeit nicht so stark aufgetreten sind. Und ich weiß im Grunde genommen, dass der Christian, wie gesagt, da sehr starke Qualität besitzt im defensiven Zweikampf, im Spiel nach vorne, mit Tempoläufen, im Kopfballspiel. Also der hat da einige Dinge drauf, die man heute ja schon sehen konnte. Ich denke mal, man hat gesehen, dass er total resolut war, dass er absolut einer der zweikampfstärksten Spieler war, die Bälle gewonnen hat, das Spiel nach vorne angetrieben hat, gerade in der Phase, wo Eschweiler wahrscheinlich nur agieren konnte oder reagieren konnte und wir, wie gesagt, wirklich über den Christian das Spiel nach vorne getragen haben. Und ich muss sagen, ich bin auch da mit der Leistung sehr zufrieden, muss ich sagen. Natürlich, wie gesagt, jetzt müssen wir mal abwarten, wie die personelle Situation bei uns aussieht. Er kann auch Innenverteidiger spielen, was eventuell mit dem Denkewitz ist. Müssen wir mal abwarten mit Michael. Also da haben wir Riesenpotenzial mit ihm auf allen Positionen im defensiven Bereich. Und er ist wirklich ein knallharter Zweikämpfer, hält sich an die Marschroute und dabei wissen wir, was wir haben. Ganz kurz noch zum Abschluss eine Frage. Der Pavel Slobzak war ja angeschlagen gewesen. War es nicht ein hohes Risiko gewesen, ihn nochmal reinzusetzen in der zweiten Halbzeit? Er hat ja auch zeitweise den Oberschenkel mal festgehalten. Nee, das war jetzt, ich sage jetzt mal so, beim Pavel war es einfach so, dass ich einfach mir, das war jetzt kein Verletzungsgrund, warum er nicht gespielt hat. Das war einfach so, dass ich mit seiner Leistung nicht so ganz zufrieden war in dem zweiten Spiel in Düren, die erste Halbzeit. Und ich wollte einfach ein bisschen Druck aus der Geschichte rausnehmen. Er trainiert gut, er ist immer dabei, er schießt gut. Aber man hat es heute gesehen, er hat 200%ige Chancen. Zurzeit ist das halt eine Sache, das sage ich jetzt mal, gebe ich auch einem Stürmer die Chance. Ich weiß, das ist oft Psychologie. Und ich sage jetzt mal so, wenn der Pavel sich jetzt nichts zugezogen hat, wird er auch im nächsten Spiel die Chance bekommen. Ja, der Pavel ist, wie gesagt, er bemüht sich. Aber ich sage mal, ein Stürmer macht sich selber auch Druck und will Tore machen. Die Chancen hat er gehabt. Die hat er in Fortuna gehabt. Die hat er jetzt in Düren gehabt. Die einzige Chance in der ersten Halbzeit, die hat er gehabt. Und heute auch, sage ich jetzt mal. Er hat auch wieder zwei schöne Sachen gehabt. Also ich sage jetzt mal so, der Pavel kriegt von mir in Anführungsstrichen immer wieder die Chance. Aber es muss natürlich von ihm auch was kommen, das ist klar. Heute war er topfit. Ich wollte ihn im Grunde genommen die zweite Halbzeit bringen, dass er da, wenn der Gegner ein bisschen müde war, dann dass er mehr Raum hat, dass er mehr Aktionen machen konnte. Aber ich sage mal so, vom Tor hat er halt die Chance nicht genutzt. Und da werden wir halt nächste Woche, die Woche werden wir am Abschluss arbeiten. Erstmal müssen wir gucken, dass er fit wird. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, ist der Pavel, bringt er super Voraussetzungen mit. Er ist körperlich super stark, ist im Kopf voll da. Er muss halt Selbstvertrauen, das ist der entscheidende Punkt. Das kriegt er von mir jetzt eingeimpft, von uns, von Metin, von Stefan. Die kriegen jetzt Torschussaktionen bis zum Exitus, sage ich jetzt mal, bis sie umfallen mit dem Training. Aber wie gesagt, das in der nächsten Woche. Erstmal müssen die gesund werden. Ne? Okay, danke schön. Okay. Kannst du Fragen? Keine mehr? Gut, dann danke ich Ihnen. Ich möchte hinweisen, am kommenden Sonntag, 15 Uhr bei Westwacht Aachen, wenn Sie möchten, nehmen Sie den Fanbus in Anspruch. Der bringt Sie dort um 13 Uhr hin. Das habe ich Ihnen im Stadion ein paar Mal gesagt. Dann nächste Heimspiel am Mittwoch, 3. Oktober, 15 Uhr, hier gegen Lichtsteinstraße. Ansonsten danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntagabend. Unseren Gästen eine gute Heimreise und ich denke mal, der Knoten wird wechseln und Woche wird er platzen. Dann geht es aber in Eschweiler wieder aufwärts. Ansonsten, wir sehen uns dann wieder am 3. Oktober. Danke fürs Kommen. Tschüss.